In einer groß angelegten Polizeiaktion sind in Hongkong führende Kritiker der chinesischen Regierung festgenommen worden. Neben der Aktivistin Zhao wurde auch der Zeitungsverleger Lai abgeführt. Es ist der bisher schwerste Schlag gegen Hongkongs Demokratiebewegung seit Einführung des umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes. Die EU-Kommission zeigte sich besorgt. Die Festnahmen schürten Befürchtungen, dass das neue Gesetz benutzt werde, um die Meinungs- und Pressefreiheit einzuschränken. Großes Polizeiaufgebot vor dem Medienunternehmen. Mehr als 200 Polizisten durchsuchen die Redaktionsräume von Hongkongs auflagenstarker Tageszeitung Apple Daily. Die Reporter übertragen live die Abführung ihres Chefs, des 71-jährigen Medienmoguls Jimmy Lai. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker der Führung in Peking. Widerspricht die Durchsuchung der Pressefreiheit, fragt ihn ein Kollege. Ja, diese Freiheit wird damit eingeschränkt, antwortet er. Die Festnahme erfolgt auf Grundlage des neuen Staatssicherheitsgesetzes. Jimmy Lai werden demnach geheime Absprachen mit Kräften im Ausland und weitere Vergehen vorgeworfen. Insgesamt nahm die Polizei 10 Personen wegen Verstößen gegen das Staatssicherheitsgesetz fest, darunter auch die Pro-Demokratie-Politikerin Agnes Zhao. Die Regierung in Peking äußert sich positiv zu den Festnahmen. China ist ein Rechtsstaat. Jetzt, da das Gesetz zur nationalen Sicherheit verabschiedet ist, unterstützen wir die Regierung in Hongkong, im Einklang mit dem Gesetz zu handeln. Das Staatssicherheitsgesetz hat Peking Ende Juni verabschiedet. Wenige Tage später eröffnete eine neue Behörde im Zentrum Hongkongs. Von hier aus dürfen nun Geheimdienst, Polizei und Richter vom kommunistischen Festland China in Hongkong agieren.